willkommen zu einem Projekt, wo schon läuft. Wir sehen, wie dass man die Plattform Lindas, wo ein wichtiges Anliegen Open Data umsetzt. Wir können da ein bisschen in die Küche schauen und ja, ich bin gespannt, wie das aussieht. Patrick Mathers wird uns das aufzeigen und ja, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Der ursprünglich geplante Referent hätte nicht mehr zurückreisen können und deshalb haben wir das da recht kurzfristig gemacht, aber Folien sind da. Patrick ist da, cool. Danke. Also guten Tag. Ich habe die dankbare Aufgabe als Letzter, den Talk vor dem Mittagessen zu halten. Ich weiss, da ist meistens auch die Fokussierung noch ganz scharf und fest. Ja, mache ich auch gleich. Wechsel ich auch gleich. Mein Name ist Patrick Mathers. Ich bin Mitgründer der Vision AG. Und wir betreiben die Software unserer Kunden, unter anderem die Software Lindas. Ich möchte Ihnen gerne kurz Lindas vorstellen, die Kennzahlen, Herausforderungen und auch die Architektur von Lindas. Dann nachher kurz erläutern, was wir machen, die Firma Vision. Dann die beiden Themen DevOps und Hermes. Für uns war Hermes ein Neuland, als wir den Zuschlag für Lindas bekommen haben. Und dann noch ein paar Worte zur Agilität in der Praxis verlieren. Lindas steht für Linked Data Service. Und auf Lindas sind verschiedene öffentliche Datensätze publiziert. Diese können von Datennutzern in Echtzeit abgefragt werden und aufbereitet werden, zum Beispiel für Datenkonsumenten, die Visualisierungen zu Daten haben wollen oder um Korrelationen aufzuzeigen oder neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dies ist ein Service des Schweizer Bundesarchivs. Und die Datensätze, die momentan aufgeschaltet sind, das sind 24 publizierte Datensätze in Partnerschaft mit dem Bundesamt für Umwelt, mit der SBB, Bundeskanzlei, Nationalbibliothek, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, dem Bundesamt für Energie, Elektrizitätskommission Stadt Zürich, Bundesamt für Justiz und das SECO. Es werden noch im zweiten Halbjahr dieses Jahr 4 weitere Bundesbehörden ihre Datensätze publizieren auf Lindas. Und danach werden jetzt sind 60 Millionen öffentliche Datenpunkte, sogenannte Triplets, vorhanden. Das sind einzelne Daten. Und Lindas wurde zwischen 2015 und 2019 entwickelt und seit 2020 läuft Lindas produktiv. Wie sieht das aus? Sie können beispielsweise beim Elcom, das war der falsche Knopf, die Daten in Echtzeit abrufen, die von Lindas bereitgestellt werden. Das wären zum Beispiel die Strompreise, die Tarifvergleiche der einzelnen Gemeinden und diese Informationen auf verschiedene Arten und Weisen visualisieren. Sie können auch direkt über visualize.admin.ch auf die Maske zugreifen und eigene Visualisierungen erstellen. Sie können hier, wenn es sie lädt, hier unten sind sie, hier unten sehen Sie die ganzen Datensätze, die man herausziehen kann. Man kann etwas auswählen, dann nachher den Dialog. Wo ist das? Die Daten in verschiedenen Diagrammarten aufzeigen, aufarbeiten und auch Korrelationen zwischen Daten erkennen. So. Die
Lindas Architektur, die Sie hier sehen, die ist ziemlich komplex. Wir haben zum einen einen Datennutzer, der über die API auf die Daten hier in den Triple Stores zugreift. Diese Stardock Triple Stores, da sind die Daten gespeichert und das ist auch der einzige Teil dieser ganzen Architektur, welches nicht Open Source ist. Dieser Bereich hier, der befindet sich in einem Kubernetes Cluster. Dieser Kubernetes Cluster, der ermöglicht dann auch den agilen Betrieb später. Des Weiteren werden externe Datenquellen über eine Pipeline angeschlossen. Es gibt eine Status-Page, die automatisch die Verfügbarkeit des Systems anzeigt. Es gibt eine User-Authentifizierung, die auch abgespeichert werden muss, etc. Und das befindet sich alles bei Exoscale, einem Schweizer Cloud-Anbieter. Und wir sind nun hier drüben. Wir sind für den Betrieb zuständig. Wir sind für das Monitoring zuständig, also die Überprüfung, funktioniert es, klappt es, was geht kaputt, wo müssen wir mal wieder reinginken, damit es wieder läuft. Für das Konfigurationsmanagement, für die Backups und das rund um die Uhr 24/7. Die Herausforderungen, die wir bei der Beschaffung hatten, waren, dass eine SaaS ausgeschrieben war, eine Software as a Service ausgeschrieben war. Indes war kein solcher Service zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt erhältlich. Man ging auch von der Annahme aus, dass der Datenimport, die Datenspeicherung und die Visualisierung unabhängig voneinander sind, also dass diese Komponenten aufgesetzt werden und dann auch wirklich sauber laufen, ohne dass sie stark miteinander interagieren. Die Anforderungen änderten sich natürlich in diesem hochdynamischen Bereich laufend, sowohl während der Entwicklung wie auch nachher im Betrieb. Und wie Sie auf dem Slide vorhin gesehen haben, die Umgebung war komplex und viele Partner waren da involviert. Wir als Vision sind für den Applikationsbetrieb verantwortlich. Wir haben 26 Mitarbeiter am Standort Zürich. Wir fokussieren uns auf die Automatisierung von Softwarelösungen, von Applikationen, von Containerplattformen. Wir sind auch Schweizer Kubernetes Certified Service Provider. Und zudem haben wir einen hohen Fokus auch auf die Datensicherheit. Wir sind sowohl ISO 27001 zertifiziert, wie auch nach ISAE 34002 auditiert. Und wir bewegen uns, wie vorhin schon erwähnt oder in der Überschrift gesehen, in der DevOps-Welt. Die DevOps-Welt beschreibt die Verschmelzung von Dev, also dem Development, und Ops, den Operations, also von Entwicklung und Betrieb. Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass Software, wie die Vorredner auch schon mehrfach gesagt haben, heutzutage in der Regel nie fertig entwickelt ist und im Betrieb und unter deren Zuhilfenahme in inkrementellen Schritten weiterentwickelt wird. Und als wir den Zuschlag gekriegt haben, da sind wir das erste Mal auf Hermes gestoßen. Und uns haben die Beine geschlottert, können wir jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wir wussten nicht, in welcher Form können wir das angehen. Macht das einen Strich durch unsere Rechnung? Wollen wir das überhaupt probieren? Ich muss sagen, wir hatten natürlich auch viel Unterstützung vom Bundesarchiv. Also die haben uns da auch wirklich begleitet und unterstützt in diesem Projekt, wo es um Hermes ging. Das Problem, auf das wir zuerst gestoßen waren, war, dass Hermes zwar agile Entwicklung kennt, also Scrum kennt, aber keinen agilen IT-Betrieb, also nach dem Rollout, kennt. Und auf der anderen Seite hat Hermes klare, verständliche Projektmanagement-Strukturen, ist somit gut plan-, steuer- und koordinierbar. Und dadurch auch
bis zu einem gewissen Grad budgetierbar, zumindest für die erste Iteration. Zudem, was wir spannend fanden, waren die Module, die Hermes bereitstellt, die als Projektvorlagen verwendet werden können. Hermes hat seinen Fokus auf das Ergebnis Projektabschluss. DevOps kennt das nicht. DevOps kennt keinen Projektabschluss. Das Projekt ist eigentlich erst fertig, wenn der Lifecycle fertig ist. Und wie kombiniert man diese beiden Welten? Die Lösung ist eigentlich ziemlich einfach und wurde auch schon erwähnt von beiden Rednern heute. Quasi ein agiles Projekt bis zum Go-Live, bis zum Projektabschluss und danach iterative Verbesserungen und Weiterentwicklungen. Wie könnte das aussehen? Auf der einen Seite haben wir hier oben den Hermes-Prozess. Ganz vereinfacht, Initialisierung, Konzept, Realisierung, Freigabe und dann nachher diesen Loopback für die agile Entwicklung, wo in Scrum-Sprints gearbeitet wird. Das wäre der Hermes. Wenn dann nachher das Produkt fertig gebaut ist, geht es in den Betrieb über. Und da reden wir dann vom DevOps-Bereich. Es durchläuft zuvorderst die gleichen Stufen, aber im Betrieb kommt dann die Überwachung hinzu. Und diese Überwachung fließt zurück, die Erkenntnisse aus der Überwachung fließen zurück in ein Konzept. Man spricht dann von DevOps. Wenn dann auch noch Anforderungen von Sicherheit dazukommen, dann sprechen wir von DevSecOps für Security. Und wenn auch noch Anforderungen der Organisation, neue Funktionalitäten, man will sich dem Markt anpassen, wir wollen beispielsweise nicht von der Konkurrenz abgehängt werden und neue Funktionalitäten implementieren, dann sprechen wir von BIS für Business, BIS DevSecOps. Wir könnten das noch ganz, ganz lange machen, das ist klar. Ein wichtiger Punkt ist hier, wie schnell durchläuft man diese Stufen? Weil DevOps möchte möglichst rasch ein MVP haben und Hermes möchte möglichst rasch ein fertiges Produkt haben. Gemäß DevOps muss die Software an diesem Punkt hier und mit jeder Iteration immer in einem deploybaren Zustand sein. Das heißt, sie muss laufen, sie muss funktionieren. Das kann mit sogenannten Build-Pipelines und Containerisierung der Applikationen und Automatisierungen, zum Beispiel das automatisierte Testen neuer Releases, sichergestellt werden. So können neue Funktionen und Verbesserungen rasch ausgerollt und im Bedarfsfall auch wieder rückgängig gemacht werden. Ob diese Iterationen jetzt mit einem Hermes-Framework oder mit DevOps gemacht werden, hat unseres Erachtens primär mit der Größe des Changes zu tun und wie viele Parteien dort involviert sind. Das sieht alles ziemlich simpel aus, nicht? Also, oder könnte ich jetzt aufhören damit? Leider nicht ganz so simpel. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, Hermes bedarf eines im Normalfall ziemlich umfangreichen und genauen Konzeptes. Bei komplexen Lösungen mit vielen involvierten Parteien ist es jedoch schwierig, zu diesem Zeitpunkt schon die gesamten Unzulänglichkeiten im Betrieb und bei der Realisierung zu sehen. DevOps hingegen möchte möglichst rasch zum MVP gelangen und dann den Betrieb anstreben, um danach die Weiterentwicklung und dann unter Zuhilfenahme der Partner voranzutreiben. Der Product Owner definiert, was er will. Die Partner entscheiden dann in ihren Bereichen, wo sie Spezialisten sind, wie dies am besten getan werden kann. Und brechen diese Schritte
hinunter in kleine Teilschritte, um diese iterativen Bewegungen durchzuführen, diese iterativen Schritte. Was das aber bedarf, und das hat Thomas vorhin schon erwähnt, das bedarf Vertrauen und das bedarf Transparenz. Man arbeitet Hand in Hand miteinander, man muss sich gut kennen, man muss direkt miteinander kommunizieren. Es ist oftmals dann nicht mehr viel Raum für Diplomatie bei der Kommunikation. Man sagt halt, was los ist. Der Techniker sagt dann dem Techniker des Partnerbetriebes, das ist ein Blödsinn, das musst du anders machen. Oder hast du dir mal überlegt, ob man das nicht so tun könnte? Ich glaube, in der Schweiz, wenn ich das sehe, so im Vergleich zu Kunden aus dem Ausland, vor allen Dingen aus dem angelsächsischen Raum, ist dies einfacher möglich. Man kann auf Augenhöhe miteinander diskutieren. In vielen Ländern, wo ich zum Beispiel auch herkomme, aus Großbritannien, dort ist es nicht so. Dort ist es schwierig, als Dienstleister mit dem Product Owner oder mit dem Beschaffer auf Augenhöhe diskutieren zu können. Wie das Produkt selber wird somit auch DevOps über die Zeit gemeinsam entwickelt und gefestigt. Chancen. Was sehen wir für Chancen? Wir sehen die Chancen der agilen Weiterentwicklung und Verbesserung der Services durch diese inkrementellen Verbesserungen. Wir sehen die Chance, Changes von extern, zum Beispiel neue Softwareversionen, System Updates oder auch Sicherheitsbedenken rasch aufgreifen zu können und implementieren zu können. Wir sehen die Möglichkeit, veränderte Anforderungen der Organisation auch umsetzen zu können. Und ganz wichtig, wir sehen auch oder berücksichtigen auch das Feedback des Stakeholders, des Betriebsingenieurs 24/7, der sicherstellen muss, dass die Applikation auch immer läuft. Für ihn ist das Wichtigste, dass die Applikation zuverlässig läuft und sicher läuft und dass er nicht mitten in der Nacht, jede Nacht aufstehen muss, um das Gerät wieder zum Laufen zu bringen. Für die Beschaffung sehen wir auch viele Vorteile. Hier sprechen wir auch wieder von Dialog. Hier meine ich den Dialog im Sinne von mit jemandem sprechen. Frühzeitig mit allen involvierten Parteien den Dialog suchen, wird schlussendlich unseres Erachtens auf ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hinzielen. Man weiß mehr voneinander, man weiß, wie die Vision aussieht. Mit Zukunftssicherheit durch rasche Anpassbarkeit können Sie sich den sich verändernden Anforderungen besser und schneller anpassen und stellen. Und komplexe Projekte mit vielen Stakeholdern werden lösbar. Die drei Aspekte von DevOps. DevOps, obwohl wir eine Techie-Bude sind, ist DevOps viel größer. Da geht es um People, da geht es um Processes, da geht es um Tools. Da geht es also nicht nur um die Werkzeuge, die wir dann zur Verfügung stellen. Es geht auch um den partnerschaftlichen Dialog untereinander zwischen den Entwicklern und dem Betrieb, also DevOps und dem Beschaffer. Es geht um die Prozesse des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, insbesondere auch nach dem Go-Live. Und es geht trotz allem auch um die Tools wie Kubernetes oder Build-Pipelines oder Automatisierungen beim Deployment, um eine höhere Qualität der Dienstleistung anzustreben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie Fragen haben, ich glaube, jetzt gehen wir über in die Panel-Diskussion.